Sehr verehrten Damen, herzlich willkommen. Die Eva hat gesagt, die Highlights. Ich stelle Ihnen das gesamte Programm vor, also ein Highlight nach dem anderen. Das ist, das haben Sie auch in Ihrer Mappe gesehen, die letzte Pressekonferenz, die ich hier leiten werde und die letzte Saison, die ich Ihnen vorstelle. Ich hoffe, es ist uns auch diesmal gelungen und es wird uns gelingen, Ihren Beifall zu finden für das, was wir machen wollen. Wie Sie wissen, bin ich kein großer Freund von Dramaturgie, für mich ein ziemlich überflüssiger Faktor im Theater, mache aus meiner Mördergrube kein Herz, aber nun gibt es ja doch immer in jedem Programmvorhaben den sogenannten ganz kleinen, dünnen, grünen Faden, der das zusammenhält. Das war voriges Jahr eben diese bearbeiteten Operetten und heuer ist es einfach der Faden, der alles zusammenhält, ist, ich habe mich gefragt, welche Stücke gibt es, die in meiner Zeit noch nicht da waren, auch in der Zeit als Konsulent, die ich noch gern in Baden präsentieren möchte. Das ist, wie gesagt, das Band, das den Sommer und den Winter zusammenhält. Nun gehen wir in medias res. Am 15. Juni haben wir ein Saisoneröffnungskonzert, wo wir beide Saisonen vorstellen werden. Und das wird ausgeführt vom Orchester der Bühne Baden, von unserem Chor, von unserem Ballett. Und liebenswerterweise haben sich einige sehr prominente Solisten bereitgefunden, für Gottes Lohn an diesem Abend zu singen und so den Geschmack zu machen für die Saison. Zwei dieser hervorragenden Künstler sind da. Die Kammersängerin Schellenberger wird singen und der Kammersänger Reimthaler. Die beiden werden in diesem Konzert mit dabei sein. So, beginnen. Die Saison beginnt in der Arena, wie gesagt, mit einem Werk von Offenbach. Sie wissen, Offenbach ist, ich liebe Offenbach, er ist für mich der Größte in der Operette, wenn man so will, der Schöpfer und in seiner Form auch gleichzeitig der Vollender. Wir spielen die schöne Helena. Das erste Stück, das ich in meiner Amtszeit gespielt habe als Direktor, war Orpheus. Beenden wir das mit der schönen Helena. Ich werde sie nicht lang mit Besetzung und Regie und allen aufhalten. Das liegt ja alles drinnen. Ich glaube, wir haben die Ouvertüre am Anfang ein bisschen eingespielt. Ein paar Takte, die werden Sie am Abend nicht hören, denn wir spielen die Pariser Fassung, die ideal ist für unser Theater, weil sie auch schon der Instrumentierung ganz dem entspricht, was Offenbach in Paris hatte. Er hat das Stück ja dann für Wien bearbeitet, vergrößert. Und in diesem Zug wurde auch, wie beim Orpheus, eine Ouvertüre erfunden, die man dann immer spielt, die wir nicht spielen bei der Aufführung, sondern das originale Vorspiel. So, das ist die schöne Helena. Das nächste Stück ist auch ein Stück, das mir sehr am Herzen liegt, das, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht in Baden war. Das ist die letzte klassische Operette, wenn man so will, die erfolgreich war. Das ist der Opernball von Heuberger um die Jahrhundertwende. Ich glaube, 1898 war die Aufführung. Das ist ein Stück, das man nur spielen kann, wenn man eine exquisite Besetzung hat. Ich habe mich jahrelang davor gedrückt. Ich habe es ja selbst an der Volksoper gemacht. Habe an der Volksoper auch das Glück gehabt, die Originalpartitur zu finden. Ein Dissertant hat sie mir gebracht. Und auf Basis dieser Originalpartitur, die sehr selten gespielt wurde, wird das auch hier bei uns in der Arena ablaufen. Ganz lustig finde ich die Idee des Regieteams.
das Stück, auch das ist nichts Neues, im Theater war ja alles schon einmal da, nicht in Paris und Orléans spielen zu lassen, sondern es spielt bei uns in Wien und in Amstetten. Das gibt auch ein bisschen mehr her vom Dialekt, würde ich sagen. Und wenn man denkt, dass große Komiker wie Hans Moser und Paul Hörbiger in dem berühmten Film, also auch dort, was nicht Amstetten, sondern St. Pölten, also ich glaube, das ist ein zusätzlicher Reiz, dass zu diesem bezaubernden Stück auch noch diese Dialektfärbung dazukommt. Wie gesagt, alles andere entnehmen Sie Ihrem Heftel. Ja, ich gehe jetzt noch weiter im musikalischen Bereich. Die beiden Stücke waren in der Sommerarena. Jetzt sind wir im Stadttheater. Das ist eine relative Neuerung. Wir haben in den letzten Jahren im Stadttheater ja Musical gespielt, und zwar Wiederaufnahmen von Evita und Les Miserables. Das waren ganz große Erfolge. Und die haben wir einfach wiederholt und das ist so gut angekommen, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, naja, sind wir innovativ, machen wir noch was Neues, spielen wir nicht noch einmal irgendwas, das schon da war, machen wir eine szenische Aufführung eines Musicals im Sommer und das ist Jesus Christ Superstar. Wir haben uns entschlossen, das zu machen, auch in dem Hinblick, dass mein Nachfolger, der Kammersänger Reimthaler, sich bereit erklärt hat, dieses Stück auch in seinem ersten Sommer zu spielen, dann lohnt sich auch der Aufwand für so ein relativ großes Musical. Es gibt ja mehrere Versionen davon und unser musikalischer Leiter Franz Josef Breznik besteht natürlich darauf, die große, opulente Orchesterfassung zu spielen. Und das werden wir auch tun. Für Baden ein bisschen was Neues. Es war vor vielen, vielen Jahren einmal eine Feuerwerkinszenierung. Da habe ich gehört, da ist das Orchester hinten auf der Bühne versteckt gewesen. Bei uns im Jesus wird das Orchester prominent auf der Bühne sitzen und es werden die Darsteller am zugemachten Orchestergraben davor agieren. Also ich glaube, das kann eine sehr interessante Sache werden. Gespielt wird in Englisch. Jesus nicht Englisch zu spielen, wäre meiner Meinung nach ein Unfug. Im Sommer gibt es dann noch wieder die berühmte Kooperation mit dem Landestheater. Das ist dieses Mal einen Jux, will er sich machen. Da muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen erklärend eingreifen. Angekündigt ist es als eine Revue nach Johann Nestroy. Die Idee war, das Landestheater wollte zeigen, wie aus dem Jux Hello Dolly geworden ist. Also wie sich dieser Stoff von Europa nach Amerika begeben hat, Matchmaker, Merchant of Yonkers, bis eben Hello Dolly. Das hat alles wahnsinnig gut ausgeschaut, wir waren alle voll guter Hoffnung, aber der Teufel schläft nicht. Und das, was wir nicht geglaubt haben, ist eingetreten. Es wurden wirklich buchstäblich in letzter Minute die Rechte an den Werken verweigert. Sowohl die Dolly als auch der Wilder, was wir beim Wilder schon gar nicht geglaubt haben. Beim Musical ist das so eine Sache. Aber auch da waren alle Signale positiv. Also kurze Rede, lange Sinn, wir haben das nicht bekommen. Jetzt spielen wir, ich habe mit der Frau Hering gesprochen, der Kollegin vom Landestheater, sage ich, was soll ich denn sagen, die das ja inszeniert, wie wirst du das machen, sagt sie, es wird eine sehr zeitgemäße, freche, musikalisch ausgebaute, revuehafte Inszenierung und mit dem Ensemble des Landestheaters, also ich glaube, das kann eine ganz lustige Geschichte werden, wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, wie Savary Stücke gegen den Kamm geschert hat und zum großen Erfolg gebracht hat, ohne das Stück jetzt zu deklassieren oder zu dekorieren. Das wird, glaube ich, jetzt auch in irgendeiner Form der Fall sein. Erwähnen möchte ich, dass eben die Musik Andreas Radova macht. Also es hat nichts zu tun mit der ursprünglichen Nestroy vorgegebenen Musik von Müller, sondern es wird eine zeitgemäße Geschichte sein, so ein bisschen nehme ich an, wie die Tiger Lilies oder so. Also,
Ich weiß schon, dass ein paar sagen werden, ach, in Reichenau spielen sie es auch. Natürlich spielen sie es in Reichenau auch. Ein Grund, sich beides anzuschauen, um dann einen Vergleich zu ziehen. So, das ist der Sommer. Es war mir, als ich dieses Amt antreten durfte, ein großes Bedürfnis, in Maßen im Rahmen unseres Unterhaltungsprogrammes, musikalisches Unterhaltungstheater, auch Opern vorzustellen, von denen ich überzeugt bin, dass sie zumindest in der Nähe der großen klassischen Werke der Operette stehen. Wir haben das gemacht mit Hoffmanns Erzählungen, weil wir gesagt haben, wenn wir einen guten Orpheus spielen, eine gute Helena spielen, warum sollen wir nicht auch einen guten Hoffmann spielen? Und wie wir gesagt haben, wir haben einen guten Hoffmann gespielt, das wurde uns allgemein attestiert, haben gesagt, warum sollen wir nicht auch einen guten Faust spielen? Haben wir auch gemacht. Also jedes zweite Jahr haben wir eine Oper gespielt und zwar eine ganz spezifische Art für Baden zurechtgelegt. Das heißt, wir haben Fassungen gewählt, die man woanders nicht sehen kann. Das heißt in deutscher Sprache, das kann man manchmal, aber vor allem mit gesprochenem Dialog. Das war weder beim Hoffmann der Fall, noch auch jetzt im Theater an der Wien nicht, noch in der Volksoper. Und das war erfolgreich. Das war jetzt nicht so, dass es die Kassenstürmer hervorgerufen hat, aber es war erfolgreich und wir sind sehr stolz, dass wir es gemacht haben, weil es einfach gezeigt hat, wozu dieses Theater auch imstande ist. Wir haben damit ein bisschen Grenzen gesprengt, was Orchester, Chor und Ballett und Solisten betrifft. Aber es ist uns gelungen. Und in meinem letzten Jahr wollte ich diese Tradition fortsetzen, habe lang überlegt, was machen wir, wo ist noch so ein Stück, das diesen Kriterien entspricht. Und da kam ich auf die Hochzeit des Figaro. Die Hochzeit des Figaro hat bis Ende des 19. Jahrhunderts als deutsches Singspiel gegolten. Sie ist in deutscher Sprache aufgeführt worden und mit gesprochenem Dialog. Der berühmte Maître de l'Elegance, der Herr von Knigge, hat eine deutsche Fassung hergestellt. Seine Tochter hat nach Beaumarchais die Texte in Deutsch gemacht und das ist in dieser Form, wo es gang und gäbe, dass das gespielt worden ist. Das war den Leuten damals einfach nicht zumutbar, deutsche Rezitative in dieser Länge zu hören. Und ich habe mich dessen besonnen und gesagt, okay, stellen wir das noch einmal zur Diskussion. Wir werden also den Figaro in der Singspielfassung spielen. Ich habe mich selbst hingesetzt, habe eine deutsche Übersetzung gemacht, auf die ich in Maßen stolz bin, weil sie alle Reime der italienischen Version enthält. Ist gar nicht so leicht, weil der Da Ponte war ein schlauer Fuchs. Und der Text wird kurz, prägnant, ebenfalls von Beaumarchais sein, sodass das Stück noch als eine bisschen politischere und schärfere Version ist, als es die Oper in sich ist. Das ist der Figaro, auf den ich mich wahnsinnig freue und ich bin sehr glücklich, dass wir das machen. Dann kommt die berühmte Badener Uraufführung, Pavel Singer und Thomas Jorda, die schon einmal erfolgreichst hier in Baden ein Stück gemacht haben, haben ein Märchenmusical geschrieben. Ich stehe nicht an, hier zu sagen, man soll ja der Wahrheit immer die Ehre geben, mein großer Traum war die Kinderoper und die Kinderoper hat nicht funktioniert. Sie hat nicht funktioniert, weil es den Kindern nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil. Die Kinder waren begeistert davon. Und die Kollegen haben super gemacht. Ich sehe,
da hinten den Beppo Binder, der als König durch die Schulen gegangen ist, überall und für den schwarzen Peter Reklam gemacht hat. Und wenn die Kinder drin waren, war der Jubel groß. Aber die Kinder kaufen keine Karten. Karten kaufen die Mütter, die Väter, die Onkel, die Tanten und die Großmütter. Und wenn die hören Opa, dann ist bei 80%, na, das schauen wir uns nicht an. Wir haben uns dem gebeugt und haben gesagt, okay, dann machen wir ein Märchenmusical und es ist Aschenputtel und ich bin sicher, dass es den Kindern sowieso, aber auch den Erwachsenen gefallen wird. Ja, dann kommt ein Stück, die letzte Operette, wenn man so will, die überhaupt Erfolg gehabt hat. Nach 1945 hat Erik Charell, der große Theaterzauberer, noch einmal zugeschlagen. Er hat ja in der Zeit von Max Reinhardt und in der Zeit von Benatzky die großen vom Weißen Rössel über alles, über die lustige Witwe neu bearbeitet. Und der hat sich eines Schweizer Lustspiels angenommen, der Schwarze Hecht, und hat daraus, wenn man so will, eine Art Revue-Operette gemacht, nämlich Feuerwerk. Und das werden wir auf die Bühne bringen. Und ich bin sehr glücklich, dass die Kollegin aus Mörbisch Intendantin, die Iduna spielt, und dass eine sehr berühmte Kollegin vom Fernsehen, die Carina Fiebig, die Regie macht. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen was der grüne Faden. Ich spiele auch Stücke, wenn ich eine gute Besetzung dafür finde und habe. Das habe ich vom Karl Dönsch gelernt, der gesagt hat, der Berry würde ihn quasi Modo spielen. Also spüren wir Glöckner von Notre Dame. War kein Hit, aber der Berry hat es einmal gespielt und es war eine Tat. Also ich bin sicher, dass Feuerwerk eine Tat und volle Häuser bringt. Ja, dann kommt das Wintermusical. Und auch hier ist eben der Glücksfall gewesen, dass ich eine Besetzung gefunden habe, die in Maßen Kleinsätze, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ein bisschen sensationell ist sie schon. La Mancha ist ein klassisches, großes klassisches Musical und wenn man in YouTube schaut und auf die Schallplatten schaut und auf die CDs, dann ist das immer gesungen von großen amerikanischen baritonalen Musical-Sängern. Wie das Schicksal es gewollt hat, ist das in Österreich ganz anders verlaufen, der Erfolg von La Mancha. Ich weiß das, weil ich mit dem Kutscherer gesprochen habe und er hat mir mehr erzählt. Also er hat La Mancha aus Amerika geholt, der Dieter Hauck hat das inszeniert und für die Hauptrolle war selbstverständlich ein großer Bariton vorgesehen, nämlich Hans Hotter. Der Hotter sollte den La Mancha spielen und alles war hellauf begeistert, dann hat der Hotter abgesagt kurzfristig. Und jetzt kam die große Frage, wer springt jetzt ein und wo ist der adäquate Ersatz für den Hotter? Gab natürlich keinen. Und da hat der Kutscherer die Königsidee gehabt, er hat einen Schauspieler gefragt, den Peppi Meinrad, ob er den La Mancha spielt und singt. Und der Meinrad hat sich das angeschaut und gesagt, ja, macht's. Und das war ein Sensationserfolg. Ich habe damals diese erste Serie gesehen. Ich glaube, nach 10 Minuten, der Meinrad wird heiser von der Bühne abgehen. Aber er hat es bis zum Schluss durchgestanden und das, glaube ich, 1,5 Jahre. Und natürlich ist auch rundherum die Besetzung dann geändert worden. Es ist ein Schauspieler gekommen, als Sancho Panza, der Mulia, und es ist vom Burgtheater gekommen, die Blanche Aubry als Aldonza, und es ist runter. Die kleineren Rollen waren alle da mit ersten Sängern besetzt.
Der Norman Foster, das eigentlich der nichts zum Singen hatte, hat den Wirt gespielt und Katzbeck und Wasserloff und die ganzen Baritöne haben die kleinen Rollen gesungen, aber die Hauptrolle waren Schauspieler. Und diese Schauspieltradition hat sich in Österreich fortgesetzt. Es war dann in der Volksoper der Karl-Heinz Hackl, es war in Graz der Surada, es war in Klagenfurt der Meerkatz. Also die Schauspiellinie ist geblieben. Und ich habe einen Sänger gefunden, der gesagt hat, ich möchte das singen. Und das ist der Jochen Schmeckenbecher. Und das war natürlich für mich der Fall, um La Mancha zu spielen. Der Jochen macht das. Er wird auch im Einführungskonzert singen. Und das sage ich mit großem Stolz, das, wie gesagt, ist am 15. Das singt das 2 Tage, nachdem er in der Wiener Staatsoper in der Neuinszenierung von Tristan den Kurvenal gesungen hat. Also das ist gut für uns. Wir haben eine Besetzung rundherum mit lauter Sängern. Es ist also eine reine Sängerbesetzung. Vielleicht ist zu erwähnen, dass wir haben einen Wettbewerb, den Crossover-Wettbewerb, der ehemalige Streckerwettbewerb. Und da singt der Hauptpreisträger, der Norman Desmond, singt den Sancho Panza. Also auch da kreuzt sich einerseits unser Wettbewerb, andererseits unsere Aufführung. Das ist La Mancha und ich beende dann meine Direktion und meine Saison mit einer Art Revue, Operette, Boulevardtheater, 2 Herzen im Dreivierteltakt von Robert Stolz. Das ist ein Stück, das der Kurt Huemer, der Karl-Heinz Dold und ich anlässlich des Geburtstags, ich glaube es war der 95. vom Robert Stolz geschrieben haben im Auftrag des Herrn Bundespräsidenten. Der Dönch wollte keinen Stolz in der Volksoper haben. Der wollte das nicht, aber es kam dann der UKAS und wir waren eine Staatsbühne. Und so wurden diese 2 Herzen im Dreivierteltakt geschrieben, aufgeführt und es war der größte Erfolg in der Ära Dönch. Ich glaube, es ist über 350 Mal gespielt worden und auch auf Tournee und so weiter. Wie gesagt, damit beenden wir diese Saison mit 2 Herzen im Dreivierteltakt. Ich darf weitergehen mit den Schauspielen des Landestheaters Niederösterreich, die wieder bei uns gastieren werden. Das ist Hexenjagd von Arthur Miller, Die Wildente, Ibsen, Grillparzer, österreichischer Klassiker, Weh dem, der lügt. Und dann gibt es, basierend auf dem Roman Die Ruhe von Attila Barthes, Meine Mutter Kleopatra. Das ist das Schauspielvorhaben. Selbstverständlich haben wir wieder alle unsere Konzerte, ich werde es jetzt nicht damit belästigen. Das beginnt mit dem Crossover-Konzert, der Wettbewerb findet heuer wieder statt, geht dann über Opernkonzert zu Weihnachtskonzert. Das Weihnachtskonzert ist diesmal, das halte ich mich kurz auf, wir haben uns entschlossen, dieses Weihnachtskonzert in Form eines Ballettabends zu machen. Also unser Ballett wird den Nussknacker tanzen. Ich glaube, das ist für die Kinder was Gutes. Dann gibt es wiederum das seit vorigem Jahr mit Riesenerfolg bei uns gespielte Neujahrskonzert, Faschingskonzert und dann Abschluss ist das Crossover-Konzert, das heuer ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen drinnen war, es war ein unfassbarer Abend. Ich kann mich nicht erinnern, in Baden so etwas erlebt zu haben. Bei der 3. Nummer ist das Haus schon aufgestanden. Es gab Standing Ovation. Mein alter Freund Pecoraro hat das nicht geglaubt, wie er seine hohen Töne ausgekaut hat. Da in Pavarotti-Form sind die Leute ausgeflippt. Und sein Sohn hat den Elton John, ich glaube, der sitzt wirklich dort. Also es war 2 Abende hindurch ein unfassbarer Erfolg. Und den hoffen wir, das nächste Jahr wiederholen zu können mit unserem Crossover-Konzert. Gewidmet ist das
Queen. Und das ist eigentlich die Urschicht der Crossover. Freddie Mercury und Montserrat Caballé, also in dem Fall ist es dann der Darius Meerstein und die Flächel Elisabeth. Neu dazu kommt ein Familienkonzert, das ist in erster Linie für die Familie und die Kinder. Und dann wird das Orchester der Bühne Baden auch zum ersten Mal ein echtes Symphoniekonzert spielen. Das ist das Angebot, das wir Ihnen vorlegen. Ich hoffe, Sie finden es gar nicht so schlecht und werden es frequentieren. Und wir werden uns bemühen, es in der Qualität so optimal wie möglich über die Runden zu bringen. Und jetzt darf ich weitergeben an meine geliebte Martina. Ja, auch von mir ein spätes, wenn gleich auch sehr herzliches Grüß Gott. Ich darf mich an dieser Stelle gleich zu Beginn mal bei unseren Gastgeber Novomatic bedanken. Wir haben ja seit Beginn der letzten Wintersaison die wunderbare Kooperation mit Novomatic und natürlich auch den Brückenschlag zum heutigen Pressekonferenz Zentraler in Wien, glaube ich, kann man eine Pressekonferenz nicht ansetzen. Herzlichen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Ja, ich habe schon angekündigt, ich möchte Sie mit einigen Fakten, Zahlen und Daten bestücken. Keine Angst, es wird nicht zu viel sein, aber die wesentlichen Eckdaten, Sie finden sie auch in der Pressemappe beigelegt. Die wichtigste Eckdate ist natürlich die Auslastung der vergangenen Saison. Der Herr Professor Herzler hat schon erwähnt, wir hatten das Saisonende mit vergangener Woche, also wirklich hautnah beendet. Und wir schließen diese Saison, die inkludiert die Sommersaison 2012 und natürlich auch die Wintersaison inklusive sämtlicher Vorstellungen im Max-Reinhardt-Foyer, das ist ja mittlerweile unsere dritte Spielstätte geworden, mit einem großen Angebotspalette, schließen wir diese Saison mit 85% und docken da total mit derselben Zahl an die Vorjahresauslastung an. Also auch hier hatten wir eine 85-prozentige Auslastung und halten das relativ stationär. Wenn man die beiden Saisonen, Sommersaison als auch Wintersaison, aufsplittet, auch das ist vielleicht ganz interessant, ist auch nicht neu, aber wie gesagt auch in den Jahren schon davor, ist natürlich immer der Spitzenreiter die Sommersaison. Da liegen wir knapp unter 90% und beim Stadttheater knapp über 80%, also bei 83%, und macht in Summe dann, wenn man es zusammenwirft, diese 85% aus. Wohlbemerkt kann man das dazu sagen, dass wir die Vorstellungsanzahl in dieser Saison angehoben haben, also knapp 10 Vorstellungen mehr. Einerseits bedingt durch die doch intensivere Konzerttätigkeit, also wir haben gehört, die heuer erstmals das Neujahrskonzert gleich in dreifacher Ausführung, weil so gut verkauft, auch ein drittes Mal angesetzt, ursprünglich waren es ja nur zwei geplant, mehr Konzerte, auch diese Crossover-Schiene ist neu dazugekommen und auch mehr Vorstellungen im Max-Reinhardt-Foyer macht, in Summe 10 Vorstellungen mehr. Bedeutet natürlich bei derselben Auslastung wie im Vorjahr auch mehr Besucher. Wir hatten letztes Jahr in der Vorsaison 77.000 Besucher, jetzt sind wir über 80.000 angelangt, also bei 81.000, knapp unter 81.000. Und das ist ein stetig steigender Trend, der uns natürlich freut. Soweit zu den Zahlen, zu den Auslastungszahlen. Ein kurzer Blick auf die Abonnementzahlen, auch die ist sehr erfreulich. Wir hatten in der vergangenen Saison einen Zuwachs in allen Abonnements verzeichnen können, ein insgesamtes Plus von 6%. Das größte Plus war beim Wahlabonnement, ist natürlich das attraktivste Abonnement für den Kunden, weil er sich am meisten bewegen kann, mit 20% dazu gewinne. In Summe, wie gesagt, waren es dann 6%, wenn man es über alle Sparten drüber legt. Ein großes Plus bei diesem Abonnement war auch die Neueinführung des sogenannten Konzertabonnements. Ich habe das ja vor einem Jahr im Rahmen der Pressekonferenz vorgestellt. Wir haben uns entschlossen, auch ein Konzertabonnement aufzulegen. Das hat gleich auf Anhieb 93 Abonnements geschafft und es hat sich durchaus bewährt und wir werden das natürlich im heurigen Jahr wieder auflegen mit der kleinen Änderung, dass dieses Konzertabonnement, das 4 Vorstellungen umfasst, eben diesen besagten Ballettabend inkludiert. Ich glaube auch, dass für den Kunden ein sehr schönes, bunte Palette im
Reigen des Konzertes. Zu den Änderungen, die wir im vergangenen Jahr eingeführt haben, ich habe ja vor einem Jahr berichtet, möchte ich nur eines vielleicht herausgreifen, das wirklich sich bei den Kunden höchst erfreulich bewährt hat, und zwar das war die Beilage, dass die Abonnenten mit der Theaterkarte die Badener Bahn gratis benutzen können im Vorfeld, wenn sie zur Vorstellung fahren, und auch im Nachfeld, wenn sie dann von der Vorstellung wieder nach Hause fahren. Statistische Zahlen liegen hier natürlich nicht vor, weil es ja nicht jeder Kunde in der Badener Bahn kontrolliert wird, aber wir haben ein wahnsinnig positives Echo von den Abonnenten, und auch diese Kooperation wird selbstverständlich mit der Badener Bahn weitergeführt. Zu den anderen Änderungen möchte ich gar nicht im Weiteren eingehen. Wir haben aber jetzt auch für das kommende Jahr wieder einige Änderungen und Neuerungen und Attraktivitäten geschaffen, und zwar auch rund um das Abonnement, und das im Zusammenhang mit dem Freundesverein. An dieser Stelle möchte ich auch die Präsidentin des Freundesvereins, die Frau Birgit Sarada, Kammersängerin Birgit Sarada, herzlich begrüßen und freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben den Verein, den es ja seit 3 Jahren gibt, einem kleinen Facelifting unterzogen, ein wenig umstrukturiert und vor allem für die Abonnenten attraktiv gemacht. Warum? Ich möchte nur die 2 Highlights rausnehmen. Wir wollen über den Förderverein natürlich auch die Abonnenten gewinnen und haben eine sehr attraktive Rabattierung angesetzt. Wenn der Abonnent heute ein Abo kauft, zahlt er 10% auf den normalen Einzelkartenverkaufspreis. Wenn er sich als Freundesmitglied entschließt, ein Abonnement abzuschließen, bekommt er die doppelte Rabattierung, also 20%, wenn er ein kleines Abonnement nimmt. Beim Großen spielt sich das noch in größeren Bereichen ab, von 15% auf 24%. Also ich glaube, das ist für jeden Abonnent jetzt wirklich ein attraktives Angebot, auch da dem Freundesverein beizutreten. Nebst dieser Erneuerung und Vorteile für den Abonnenten gibt es natürlich zahlreiche darüber hinausgehende Benefits und Bonusveranstaltungen, die ich aber im Detail jetzt gar nicht wirklich erklären möchte. Ich glaube, das kann man sehr schön auch in den Beilagen und in den Unterlagen im Vorschauheft entnehmen. Eine Sache, die mir noch sehr, sehr wichtig ist, auch zu erwähnen, sind die Aktivitäten im Bereich unserer Jugendschiene, unsere Kunst- und Kulturvermittlung, die ja auch bei der Frau Eva Moreno liegt. Uns ist es ein besonderes Bedürfnis, und das betone ich, glaube ich, alljährlich bei den Pressekonferenzen, dass wir die Jugend ins Haus bekommen. Und das gelingt uns ganz, ganz toll mit sämtlichen Veranstaltungen, sei das jetzt über kleine Geschichten wie Theaterführungen, wo nur 10 bis 15 Kinder durch das Haus geführt werden, eine Stimmung fürs Theater bekommen, sei das jetzt über unsere Vorstellungen, die wir aus dem Spielplan herausnehmen, wie zum Beispiel heuer war das Xenadu und das Weiße Rössel, auch ein wenig adaptieren für die Jugend. Und es war wirklich, also ich kann das wirklich nur bestätigen, ich war selbst drinnen in den beiden Vorstellungen, auch das Landestheater wurde mit einer Vorstellung der Shakespeare viel Lärm um nichts bestückt. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle und außergewöhnliche Stimmung, wenn 700 Jugendliche drinnen sitzen, und es ist kaum zu beschreiben. Also es ist ganz eine andere, es ist nicht zu vergleichen auch mit der Stimmung, wenn eine normale Abendvorstellung mit Erwachsenen abgeht. Also wie gesagt, da ist unser großes Augenmerk drauf, und das werden wir auch weiterführen. Wir haben in der vergangenen Saison über diese verschiedensten Veranstaltungen 3.600 Jugendliche ins Haus bekommen, die wir so wahrscheinlich nicht bekommen hätten, hätten wir nicht da sehr viel Energie und Kraft hineingelegt. Und das, wie gesagt, ist uns ein großes Anliegen, auch hier in dieser Schiene weiterzutun. Letzte Zahl, die ich Ihnen auch vielleicht noch präsentieren möchte, ist, dass wir im Ranking der Auslastungszahlen und vor allem der Eigendeckungsquote im Vergleich der Bundesländerbühne nach wie vor an erster Stelle stehen. Es ist auch kein Geheimnis, wir haben in der letzten Saison, also da zählt jetzt nicht die letzte Saison 12-13, die gerade abgeschlossen wird, da liegen die Daten ja noch nicht vor, sondern die davorliegende Saison, die abgeschlossen wurde und auch bereits publiziert worden ist, liegen wir mit 33% im Ranking der
gesamten Bundesländertheater nach wie vor an erster Stelle und das macht uns natürlich auch besonders stolz. Und versuchen auch das auch natürlich weiter zu halten. Soweit von meiner Seite her die wesentlichsten Eckdaten, Zahlen, Fakten, Daten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bevor wir zur Podiumsdiskussion übergehen, würde ich Sie jetzt bitten, diese zu stellen.